Bikeparks, Trailparks oder Trailcenter im Hochsauerland. Wie ihr wisst, immer ein bisschen systematischer Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten im Sauerland. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Dr. Ralfs Bikesprechstunde. Ihr wisst ja, ich habe mich so ein bisschen jetzt die letzte Zeit in Belgien rumgetrieben, in den verschiedenen Trailcentern, fantastische Sache. Was aber vielleicht auch mal ein Überblick wert ist, da habe ich mich auch in den verschiedenen Parks rumgetrieben, ist ja bei uns hier im Westen, ich weiß im Süden, ihr habt die tollen Alpen, aber das ist doch ganz nett hier oben, was es so alles gibt im Sauerland. Und ich will euch das so ein bisschen systematisch wie immer angehen, für wen welcher Park geeignet ist, gerade so aus Sicht von normalen Mountainbikern, die gerne Trails fahren, oder Kinder und Anfänger. Wo sind schöne Strecken, wo sind bequeme Lifte, Öffnungszeiten und so weiter. Also wenn man sich die Karte mal anguckt, sind die alle relativ nah beieinander. Es gibt eigentlich 6 Trailparks und Bikeparks. Das seht ihr, da ist schon echt einiges los. Ich fange mal mit den Trailparks an. Also wo man selber hochstampeln muss. Da gibt es 2, die sind wirklich sehr, sehr gemütlich. Einer gefällt mir so richtig gut. Also für Kinder oder Anfänger ist das so schön gemacht. Also richtig schöne Lines, alle sicher, ganz einfach, vielleicht so ganz kleine Hüpfer drin. Richtig schön zum Üben. Das ist der sogenannte Trailpark Brilon. Da kann man auch schön parken. Dann ist da ein Hinweisschild und es gibt irgendwie 3 Routen. Und die längste ist irgendwie 17 Kilometer. Man muss dann mal ein bisschen hochstrampeln. Das ist auch nicht zu anstrengend. Die Berge sind nicht zu hoch. Also wunderschön für Anfänger zum Treten. Man kann zwischendurch auch einkehren. Es gibt ein Restaurant und finde ich sehr, sehr schön für Anfänger. Der hat natürlich immer offen, könnt ihr drin rumfahren. Das kann man auch bei schlechten Bedingungen machen. Das ist alles schön griffig da, also auch wenn es feucht ist. Super schöne Sache, Trailground Brilon. Ich blende euch auch das hier immer mit der Karte mit ein, wo die sind. Verlinkt auch die entsprechenden Webseiten. Aber das ist alles einfach zu finden. Also in Brilon. Der zweite Trailpark, der allerdings, jetzt habe ich so einen Eindruck, so ein bisschen, könnte man mal wieder ein bisschen was pflegen, ist der Trailpark Winterberg. Der ist nicht zu verwechseln, zu den Bikeparks komme ich ja noch, mit dem Bikepark Winterberg. Also der Trailpark ist auf der anderen Seite vom Bikepark, wobei andere Seite jetzt nicht mehr ganz passt, weil der Bikepark, und das ist eigentlich auch eine schöne Sache, wurde erweitert durch einen neuen Lift, den sogenannten Schneewittchenlift, wie der Name schon sagt. Das klingt so ein bisschen nach Kinder, genau. Da gibt es auch 2 Murmelbahnenabfahrt, also Murmelbahnen, ihr wisst, also diese betonierten Dinger da, wo man endlos fahren kann, die auch mal Spaß machen, aber die so für mich jetzt eigentlich nichts sind. Ich mag es einfach im Wald, so Naturtrails, und glaube, da seid ihr auch so dabei. Da gibt es den Schneewittchen-Trail und den Fairy-Trail, den kann man auch mit Kindern und Anfängern wunderbar fahren, an diesem gemütlichen Lift, da ist auch immer nie viel los. Und das Schöne an diesem Schneewittchen-Lift ist, dass der eben jetzt auch den Trailpark zugänglich macht. Also wenn ihr Bikepark fahrt oder euch eine Karte nehmt, dann schaut auch immer in den Trailpark mal rein. Denn wenn ihr an dem Schneewittchenlift oben rechts aussteigt, Richtung Ferry Trail, dann seht ihr auch links nochmal so ein paar Schilder. Da geht es in den Wald rein und das sind eigentlich auch schöne, gemütliche Abfahrten. Da gibt es verschiedenste, die man da suchen kann. Es gibt auch welche, die dann weiter außen rum gehen. Also wenn ihr die gesamte Route fahrt, auch schön mit Schildern beschildert. Also das ist eine Sache, die man auch gerade jetzt, wenn man Bikepark Winterberg fährt, zu dem ich noch komme, kann man sehr schön diesen sehr einfachen Trailpark, die Abfahrten zumindest da in der Nähe des Winterberg Bikeparks, mitnehmen, weil man also dann, wenn man faul ist, bequem einfach den Lift mit hochfahren kann und das einfach so ein bisschen mitnehmen kann, wenn man auch sowieso im Bikepark Winterberg ist. Ansonsten sind an diesem Bikepark-Parkplatz auch jede Menge Routen ausgeschildert, also richtig schöne große Mountainbike-Touren. Das geht dann natürlich auch häufiger mal auf der Straße oder auf Schotterwegen. Das ist aber auch eine schöne Übersichtskarte, wo ihr vielleicht auch Touren fahren könnt. So, das waren jetzt die beiden Trailparks. Wenn wir jetzt schon bei Winterberg waren, Winterberg ist ja so der Klassiker und ich mag also Winterberg, ist es einfach immer wieder schön. Die haben also echt viel getan, die neuen Lifte gebaut. Und es gibt dort auch einfach für Normal-Mountainbiker also wirklich sehr schöne Abfahrten, die so ja sehr natürlich technisch sind. Und das Schöne an Winterberg ist, was ich da mag, es ist alles, was schwierig ist, umfahrbar. Also es ist für, sagen wir mal, Normal-Mountainbiker, die so ein bisschen üben wollen, es ist einfach richtig schön, weil alle schweren Elemente sind umfahrbar. Ich habe auch ein Video von Winterberg gemacht und sage euch auch da immer, links abrollen oder rechts anfahren, um die schweren Sachen zu umfahren.
Und zwei Strecken, die mir da extrem gut gefallen für, ich bin jetzt immer so ein bisschen Trail unterwegs, ne? Ist einmal die Downhill, die hat eine neue Streckenführung, die kann man wunderbar fahren, die macht richtig Spaß und die hat so ein bisschen Felsencharakter teilweise und so ein paar Steinfelder und ein paar Steilstufen und die ist richtig schön zu fahren, da kann man sich rantasten. Und die zweite, die eine neue Streckenführung hat, ist die frühere Single Trail. Die heißt jetzt Blackline. Lasst euch von beiden, die sind beide schwarz gekennzeichnet sein, lasst euch da nicht erschrecken. Die lassen sich wunderbar fahren. Und auch die Blackline, also die Single Trail, die lässt sich alles komplett überrollen. Das sind so Stufen. Früher waren da ein paar fiesere Stufen drin, die man, glaube ich, eher droppen musste. Also zumindest bin ich da mit dem Tretlager nicht mehr hängen geblieben. So wie ich fahre, bei der neueren Line, die ist jetzt so gebaut, dass man wirklich alles überrollen kann. Da habe ich euch auch die Tipps gegeben in dem anderen Video, wie man anfährt. Das sind meine zwei Lieblingstrails, die, ja genau, die so ein bisschen trailartig sind. Sonst kann man natürlich die anderen Strecken auch fahren. Da ist die Freeride ist auch eine sehr schöne Strecke oder auch die witzigerweise die Flow Country, was ich nicht so mag, aber die ist so lang gebaut, also nicht so diese üblichen Murmelkurvenbahnen. Und da kann man es auch schön laufen lassen, die macht auch echt Spaß. Und sonst kann man natürlich auch diese ganzen Mummelbahnen fahren. Bei dem neuen Lift, wie gesagt, Fairy Trail, Schneewittchen Trail, Kyrill und Woodpecker und Flow Country etc. Oder auch die etwas steileren neuen Loose Lee, die aber auch solche gebauten Bikepark-Dinger sind. Ja, das war Winterberg und das Schöne an Winterberg ist, zu den Öffnungszeiten, klar, die Trailparks sind immer offen, Winterberg hat auch die ganze Woche offen. Also ihr könnt da unter der Woche fahren und jetzt auch in den NRW-Ferien, wo ich dort war, war erstaunlich wenig los. Das kommt aber vielleicht auch wegen dem neuen Green Hill Bike Park, wo der sehr angesagt ist, wo im Moment echt die Hölle los ist, zu dem ich auch noch kurz komme am Ende. Das Schöne an Winterberg ist auch, aber da bin ich wahrscheinlich auch zu blöd dazu, zum Schlepplift fahren, komme ich aber noch dazu, Green Hill Bike Park. Da ist halt ein gemütlicher Sessellift, in dem man sagen wir mal diesen Full-Face-Helm runternehmen kann, wenn man mit so einem Ding fährt. Und ganz gemütlich dann entspannt im Sessellift nach oben. Dann gehen wir mal zu dem nächsten Klassiker, Willingen. In Willingen, MTP-Zone Willingen, die haben auch so ein bisschen aufgerüstet die letzten Jahre. Die haben auch wieder so ein bisschen Murmelbahnen gebaut, also für Kinder wunderschön zu fahren. Willingen ist auch echt schön für Kinder. Da sind so kleine, da sieht man auch die Wichtel viel rumfahren. Winterberg auf dieser neuen Schneewittchenseite aber auch. Willingen, das sind so ein paar Flow Country und Country und Freeride. Das sind alles so Murmelbahnen, die man gut fahren kann, die auch mal Spaß machen runterzufahren. Es gibt zwei Linien, die für uns, sagen wir mal, die Trailfahrer richtig gut sind. Eine neue Enduro-Line, die haben auch einen neuen Schlepplift, Sessellift, K1-Lift. Vorher gab es nur die Gondelbahn, Ettelsberg oder wie auch immer der Berg heißt, wo man die Fahrräder auch mitnehmen konnte. Aber es gibt auf der rechten Seite, jetzt also rechts von der Gondel, K1-Lift ist gekennzeichnet, wenn ihr da anfahren wollt, auch ein großer Parkplatz in dem K1-Sessellift. Ist die neue Enduro-Line und das ist so eine richtig schöne Natur-Trail-Line, habe ich auch euch ein Video gemacht. Die ist wunderschön zu fahren, also ich mag die total, alles safe, überrollbar, und aber auch ein bisschen knackig. Also da kann man es auch, wenn man ein paar Mal gefahren ist, so richtig rollen lassen. Die geht zwischendurch auch mal ein paar Kurven auf die Murmelbahn und dann wieder in den Wald rein. Also sehr schön zu fahren. Als schwarz gekennzeichnet ist aber völlig harmlos. Die zweite Line, die auch richtig gut ist und lasst euch da nicht abschrecken, ist die Downhill. Die ist auf der Seite, wo die Gondelbahn ist. Also wenn ihr an dem K1 Schlepplift seid, müsst ihr oben am Restaurant vorbei und an dem Aussichtsturm, was da so alles ist, einfach rüberfahren. Dann kommt ihr zur Downhill und die ist auch richtig, richtig schön. Das ist ein bisschen felsig, macht richtig Spaß auch. Da könnt ihr auch alles überrollen. Die Stadtrampe, da ist so ein Drop, den bin ich auch gefahren, ist eigentlich relativ sanft, sieht aber so ein bisschen komisch aus. Die kann man einfach umfahren, wie alles. Und dann sind immer so nicht einsehbare Kanten bei der Downhill in Willingen. Da muss man so ein bisschen aufpassen. Ich habe so einen Eindruck, das ist so ein Rechts-Links-System. Wenn ihr rechts anfangt, links, rechts, links, dann habt ihr immer die überrollbare Seite. Aber guckt da genau, weil da sind echt heftige Dinger dabei. Da muss man ein paar Mal gefahren sein, um dann richtig Spaß zu haben, um es dann krachen lassen zu können, weil man sicher weiß, wo was kommt. Das ist so am Anfang so ein bisschen unübersichtlich, weil nicht einsehbare Kanten, passt da auf. Aber man kann alles umfahren. Gegen Ende wird es dann richtig steil, da kommt so ein richtiger Steilfelsensprung und dann dieser Road Gap. Da kann man dann aber rechts vorbeifahren. Da sind auch richtig Schilder, da steht links very hard und very difficult und rechts easy oder medium.
Da könnt ihr einfach rechts dann runterfahren. Da sind dann im Wald so kleine Steilstufen. Wunderschön zu fahren. Oder auch schon oberhalb kann man im Wald über so Wurzeln. Auf der rechten Seite ist auch ein Schild, immer alles umfahren. Also wie gesagt, hier Willingen und Winterberg ist alles wunderbar umfahrbar, die schwierigen Sachen. Und lasst euch da nicht abschrecken, die Downhill ist echt richtig schön. Geht dann über eine Wiese und kommt unten an den Gondellift raus. Können dann wieder hochgondeln und dann wieder rüber zum K1 Sessellift queren. Und wie gesagt, da die Lifte sind auch sehr bequem. Und in Willingen habe ich auch nie so gehabt, dass es richtig voll war. Da ist eigentlich immer ganz entspannt mit den zwei Liften. Kann man wunderschön fahren. Gerade auf dieser Downhill ist erstaunlich wenig los. So, Öffnungszeiten Willingen hat man, glaube ich, auch schon. Ist auch die ganze Woche offen. Alles wunderbar. Dann gehen wir mal weiter. Es gibt noch einen wunderschönen kleinen, was ist wunderschön, aber einen schönen kleinen Bikepark in Warstein. Bikepark Warstein, der ist so familiengeführt. Da war ich vor ein paar Jahren, habe so einen Sprungtechnikkurs gemacht. Der ist auch richtig nett und die Family ist da total nett. Die haben damals da gegrillt und alle super lecker und Kaffee und Kuchen. Und das hat so einen ganz kleinen Kinderlift. Wenn ihr vom Skifahren kennt, diese mit diesen Bügeln im Rücken. Das ist in Warstein so ein kleiner, also wirklich so ein ganz kleines Liftchen, funktioniert aber ganz gut. Wichtig ist da, dass ihr nicht mit dem Rucksack fahrt, weil das verhakelt sich da, das geht nicht. Nehmt einen Rückenprotektor oder irgendwas und dann funktioniert das gut. Und da gibt es auch viele Strecken im Wald irgendwie so, muss man so ein bisschen gucken, aber es macht auch Spaß, da mal zu fahren, vielleicht einen halben Tag und sich die Sachen anzugucken. Also richtig schön auch. Und da sind auch so andere Attraktionen wie irgendwelche Werfen von irgendwelchem Zeugs oder keine Ahnung, da springen die alle wild im Wald rum, für die Kinder auch, also auch sehr, sehr schön da. Auch sehr empfehlenswert, mal den Bikepark Warstein anzugucken. Der hat überwiegend, glaube ich, am Wochenende offen, schaut euch dann die Öffnungszeiten an. Aber auch eigentlich ganz nett, kann man mal fahren. Dann gehen wir mal weiter, jetzt haben wir schon zwei Trailparks, drei Bikeparks und jetzt kommt der neue angesagte Green Hill Bikepark. Ich bin da irgendwie in der Pampa gefahren, 15 Kilometer, keinen Kaffee gefunden, nichts, am frühen Morgen keine Tankstelle, es war irgendwie nichts. Und dann plötzlich mitten in Schmallenberg, ist aber gar nicht in Schmallenberg, sondern ein ganzes Stück weg von Schmallenberg, wo es da heißt, aber einfach Green Hill bei Google eingeben, dann kommt ihr dahin. Ein riesen Parkplatz, gerammelvoll, höllelos. Was man sagen muss, dieser Lift, das ist ein Doppelschlepplift, zu dem komme ich aber auch noch in dem Green Hill Bikepark. Der schafft echt was weg, der läuft schnell und ist erstaunlich, was der da so wegschafft. Und die haben auch viele, viele, viele Lines. Da verteilt sich das alles auch. Wobei, also es ist echt gut voll gewesen, wie ich da war. So, jetzt, was ich an dem Green Hill Bike Park, also ich bin, muss ich sagen, ich bin nicht viel gefahren. Ich muss den nochmal auschecken, weil ich da ein Problem, da bin ich einfach zu blöd dazu. Oder auch mir ist das zu stressig. Also ich hatte echt Probleme mit diesem komischen Schlepplift. Der ja, irgendwie haben die meisten das gekonnt, wobei manche auch rumgestöhnt sind, manche sind auch rausgefallen. Das hängt man vorne irgendwie, ich kenne diese Schlepplifte wie im Hohenfennen Bikepark Family Bear, wo man so einen Tellerlift zwischen die Beine steckt und dann aufrecht fährt. Das kriege ich ganz gut hin. Oder auch in den Alpen bin ich schon mal so einen normalen Bügel-Schlepplift gefahren, wo man hinten dann dran hatte. Da hat man auch frei am Lenker. Bei dem System, was irgendwie Easy Loop heißt, wird es vorne am Lenker eingehängt. Und ich glaube auch, das war, weil ich mit meinem umgebauten Freerider mit so einer hohen Downhill-Gabel, die dann so quer steht, da hat es so rechts sich immer eingegriffen. Also es wird vorne am... Aber habt ihr bestimmt schon gesehen, die 1000 Videos vom Green Hill Bike Park, das ist ja auf YouTube alles voll mit dem Park. Greift der dann so ein bisschen links und rechts ein und hat immer so gelenkt, wie ich nicht wollte. Und das war also mega unentspannt. Wie gesagt, ich habe mich da vielleicht auch zu blöd angestellt. Wenn ihr da einen Tipp habt, wie man diesem Lift fährt, gerne. Ich habe gemerkt, wenn man im Flachen so ein bisschen mittritt, dann geht das ganz gut. Im Steilen, der geht nämlich echt zwischendurch richtig steil hoch. Da ging das mit dem Treten auch nicht. Ich bin dann auch so, habe mich dann mal so, ja, aus dem Sattel gegangen. Das war jetzt auch nicht wirklich klasse. Was ganz gut ist, wenn man sich weit nach vorne legt, das steht auch auf den Schildern, aber auch das, also ich war echt immer gestresst da oben. Ich bin ein paar Mal hochgefahren, aber dann dachte ich mir, nee, also das nervt, weil ich hatte auch Probleme, ich habe immer noch Probleme mit meiner Schulter und das war dann auch, das hat mir nicht gefallen, also das war mir zu gefährlich, dass das an meiner Schulter zerrt. Und ich bin dann die blauen und grünen gefahren, das sind normale Lines, die man ganz nett fahren kann.
Es gibt aber dann auch echt viele rote und schwarze, die, ich glaube, der ist einfach für richtige Quacks, die weit fliegen wollen, die große Gaps, große Sprünge. Denn was mir da aufgefallen ist, ich fahre ja so Sachen auch super gerne, so steile Sachen, aber ich mache keine Riesensprünge, keine Gaps und so weiter. Die umfahre ich dann immer gerne. Und da habe ich den Eindruck, in diesem Ding ist, das ist nicht umfahrbar. Also man muss, wenn man dann schwarz fährt, muss man die Dinger fahren. Wobei man, wenn man es weiß und kennt, und ich will das mir auch nochmal im Detail angucken oder nochmal besuchen, wenn ich das irgendwann mit dem Lift kapiere, dann kann man da auch ständig wechseln zwischen den verschiedenen Lines und sich die schweren Stücke weglassen. Aber das ist, glaube ich, nicht so wie in Winterberg und Willingen, wo alles schön umfahrbar ist über irgendwelche Chicken Line oder außenrum. Oder kenne ich noch nicht. Was man vielleicht noch zu Sauerland, wahrscheinlich ist es nicht mehr Sauerland, so genau kenne ich mich da nicht aus bei euch da drüben, ist Bikepark Olpe gibt es auch noch. Und der ist, glaube ich, sogar auch am Wochenende offen. Ist, glaube ich, auch ein Schlepplift. Und der soll, glaube ich, auch ganz nett sein. Den kenne ich noch nicht. Den werde ich irgendwann noch ausprobieren. Wenn ihr da Tipps habt, schreibt mir noch irgendwas in die Kommentare unten rein. Ansonsten so als kleinen Überblick über die Bikeparks, die wir hier im Westen haben. Oder das ist ja schon wieder ein bisschen östlicher. Viel Spaß, wenn ihr die verschiedenen Lines und Bikeparks und Trailparks ausprobiert im Sauerland.